Na. Der checkt das gar nicht, okay. Tja, dann werde ich wohl mit diesem der Admiral sprechen. Jo. Und da hinten geht's in den Dschungel. Da will ich auch noch hin. Wer bist denn du? Grace? Eine Würgerranke, wenn ich... Nein, ein schwarzer Oleander. Ich wollte sagen, wenn ich mich nicht täusche. So. Herr Admiral. What? Cool, der Typ ist nicht hier, dann nehme ich das mit. Ich speichere nochmal. Nehme ich alles mit. Die sind hier, nehme ich alles mit, Alter. Ich speichere nochmal und dann öffne ich noch die Kiste. Alter, der Typ ist nicht da, geil. Komm, geh auf. Sehr gut. Schatzkarte, Piratenanhänger. Sehr geil. Alles nehmen. Speichern. Pokal, Wein. Die Miliz hatte mich durch den Strick zum Tode verurteilt. Ich stand bereits eine halbe Stunde und zog aus gewesen. Lol, da hat sich gerade bei mir Risen minimiert, komischerweise. Den Strick bewahre ich heute noch als Andenken im Lagerhaus auf. Na, sieh mal einer an. Na, sieh mal einer an. Speichern. Noch irgendwas hier rumflacken? Nein. Ich speichere nochmal. Und dann mal hier hochschauen, ob der Typ da oben steht. Ja, da ist er. Ah ja, warte mal. Geil. Du bist wirklich selten dämlich. Direkt vor meiner Nase. Fotzt der mich jetzt? Nö. Die 8 Regeln des Piratenkodex. Erstens, das Wort des Kapitäns. Ach komm, interessiert mich nicht. Ich habe keinen Bock auf Piratenkodex. So. What? Hier. Albax. Oh, da kommt der nächste Esel in meine Stadt. Wie bitte? Willkommen. Ich nehme an, du hast dich schon eingelebt. Sehr schön. Wenn ich mich beruhigt habe, können wir gleich über deine Kapitänstaufe reden. Jetzt, nachdem Stahlbart uns verlassen hat, wird es recht leer hier im Haus der Kapitäne. Ich habe deinen Streit mit Slane mitbekommen. Slane ist dein Hundesohn. Der wird's auch. Hundesohn. Und wenn er hier die nächsten Jahre versauert. Er bringt dich ziemlich auf die Palme, hä? Ich habe schon viele Kapitäne an ihrem eigenen Ego scheitern sehen. Slane ist einer dieser Männer, die ihre Stärke überschätzen. Du bist hoffentlich ein wenig einsichtiger, mein Junge. Worum ging es genau? Manchmal ist eine ganze Armee nicht genug, um das Böse zu bekämpfen. Vor allem dann nicht, wenn man nicht weiß, wo sich das Böse verbirgt. Du redest vom Blutopferdolch. Slane ahnt nicht im Entferntesten, welche Macht er in seinen Händen hält. Der Blutopferdolch ist eine gefährliche Waffe, die in den falschen Händen Verheerendes anrichten kann. Es wird ein hartes Stück Arbeit werden, ihm die Augen zu öffnen, wenn es nicht schon zu spät ist. Du weißt, dass Stahlbart tot ist. Ja, ein großer Verlust. Nun, leider nicht zu ändern. Du hast das Erbe von Stahlbart angetreten. Also wirst du auch seine Pflichten übernehmen. Deine Kapitänstaufe muss erst einmal gehörig gefeiert werden. Moment mal. Ich werde hier gar nichts übernehmen. Wie erwartet. Rebellischer Trotz und Widerstand. Du bist einer der letzten Piratenkapitäne der Südsee, mein Junge. Eine große Verantwortung liegt auf deinen Schultern. Also... vollziehe mit mir das Aufnahmeritual deiner geistigen Väter. Aus einst zu glorreichen und besseren Tagen. Ich
Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun muss. Ah, vergiss es einfach. Ich werde mich wohl an die Gepflogenheiten der neuen Generationen gewöhnen müssen. Ach ja. Ich will Mara bekämpfen. Das ehrt dich. Viel interessanter ist allerdings, wie du gegen sie kämpfen willst. Mit dem Blutopferdolch. So? Und du glaubst, das ist schon alles? Wenn du nur mit dem Dolch Mara die Stirn bietest, ach komm, Junge. Den Rachen schieben. Was schlägst du vor? Wir müssen beenden, was wir angefangen haben. Jetzt ist es an dir, unsere Fehler zu korrigieren. Dieser Mann hat einen harten Kopf. Er redet wie mein Vater. Nehme an, dein Vater ist der Anführer deines Stammes, richtig? Woher weißt du das? Dein stolzer Blick verrät dich. Was habt ihr damals bloß verbrochen? Ich selbst war es, der Stahlbart zum Wassertempel entsandte, um seine verborgenen Schätze zu heben. Und so fuhren die drei anderen Kapitäne unter Stahlbarts Führung in ihr Unheil. Sie entrissen dem Tempel die vier Titanen-Artefakte und weckten damit ein Ungetüm, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Dumm gelaufen. Auf jeden Fall hatte jemand was dagegen, dass sie den Tempel plündern. Und seitdem lastet auf Stahlbart dieser lästige Fluch, der jetzt an mir hängt. Ja. Und er wird dich verfolgen, solange Mara existiert. Und das ist noch nicht alles. Sie sind alle verflucht. Alle vier. Jeder auf seine ganz eigene Weise, mein Junge. Hüte dich davor, Mara in die Falle zu tappen. Sonst teilst du vielleicht eines Tages das Schicksal Stahlbarts. Lass mich mit Slane auf die Jagd gehen. Ha. Ihr beiden seid Kindsköpfe. Zwei Kamele in der Wüste der Selbstüberschätzung. Ja, auf ja. der Suche nach Erkenntnis. Lass mich seinen Schädel nehmen. Benimm dich. So kommen wir hier nicht weiter. Nein. Solange Slane seinen Teil des Deals nicht erfüllt, wird er keine Ausrüstung erhalten und in meinem Hafen bleiben. Wie soll ich meinen Pflichten nachgehen, wenn du mich nicht lässt? Du bist wirklich schwer von Begriff, Junge. Wenn wir jetzt auch noch auf den Kodex pfeifen, sind wir ohnehin alle dem Untergang geweiht. Slane hat den Dolch und er wird ihn mir bringen. Und was soll ich deiner Meinung nach bis dahin machen? Du hast sicher noch andere Aufgaben, um die du dich kümmern musst. Ach ja. Oder glaubst du wirklich, dass du schon bereit bist, Mara anzugreifen? Naja... Mach, was du willst. Slane soll sich an den Deal halten. Und das ist mein letztes Wort. Gut. Dann... Bringt das uns also auch nichts. Heißt, wir müssen zuerst mit Stahlbarts Geist reden. Auf der Insel der Toten, la la la, warum sind wir denn überhaupt hierher gefahren? Insel der Toten. Na gut. Wache! So. So kann das gehen. Ja, ja. Dann rede ich gerade noch mal mit Slane. Mit dem guten alten Slane. Und dann werden wir mal zur Insel der Toten fahren. So, Slane. Eine Sache noch. Ja? Was gibt's? Ich habe einen Steuermann für dich. Tatsächlich? Wer ist es? Sein Name ist Morgan. Taugt er was? Keine Ahnung. Schau ihn dir erstmal an. Ja, das werde ich. Und wehe, er gibt wieder Worte. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Lass uns ein bisschen plaudern. Wenn du willst. Jetzt, wo wir Piratenkapitäne hier so rumstehen. Dir gefällt das Leben als Pirat, was? Aber man kommt viel herum. Und ich muss zugeben, ich habe schon schlimmere Jobs gehabt. Erzähl mir davon. Alles begann vor einigen Jahren auf einem Kahn der Inquisition. Ein ziemlich übel gelaunter Inquisitor namens Mendoza hatte damals das Sagen.